So, du willst bei Black Ops 6 Zombies Runde 100 auf Terminus ohne viel Aufwand erreichen? Dann hab ich was für dich, Schnuckelputz. Ich zeig dir, wie man die easy bekommt. Also, für die Strat brauchst du eigentlich nur die Wunderwaffe. Die Raygun verwendest du eigentlich nie, ich hab sie bei meinen Runs trotzdem immer dabei. Die Wunderwaffe und die Raygun bekomm ich immer aus der Kiste. Hol dir einfach alle Perks, ich zeig dir auch kurz, welche Buffs ich auf meinen habe, aber ich denke, da gibt's noch super viel Luft nach oben, da das Game ja gerade erst frisch released ist und ich noch nicht mal alle Dinge freigeschaltet habe. Doch natürlich werde ich versuchen, euch auf dem Laufenden zu halten, falls ich Verbesserungen für diese Strat finde. Da ich sie auch gerade neu gemacht habe, würde es mich übelst krass freuen, wenn ihr, falls ihr sie testet, mir Infos gebt, wie wir sie verbessern können. Denn dann machen wir draus die Über-Strat. Und je mehr Leute, desto mehr Erfahrung kommt zusammen. Also rein da. Go, go, go. Go, rein. Kommen wir direkt zum Kern, zum Gameplay, wie wir es ausführen werden. Die Strat ist ultra kompliziert, da musst du studiert haben. Denn wir werden versuchen, so lange wie für uns möglich im Aufzug beim Spawnraum zu campen. Das war's, da ist nichts mehr. GG. Wir werden am Anfang jeder Runde kurz den Stun unserer Wunderwaffe verwenden, um die Gegner zu slowen und zu schwächen. Und dann schießen wir rein. Ziel auf die Köpfe, denn durch Deadshot bekommst du Bonusschaden. Und immer Stun, Schuss, Stun, Schuss. Und mach deine letzten Schüsse vom Magazin mit dem Stun, denn dann hast du chillig Time für den Reload. Nach dem Reload musst du natürlich weiterschießen, aber währenddessen auch deine Schildplatten reinhauen, falls du welche verloren hast. Und vergiss nicht, du kannst während dem Schilden stunnen und schießen. Geht währenddessen. Es wird leider hin und wieder passieren, dass dich die Zombies überrennen. Dann spritzt du dir Meth, also die Mängler-Injektion, mit der du dann alles im Nahkampf killst. Verwend nur die Nahkampfattacke. Geh als Mängler zwischen das Fenster rechts von dir und dem Eingang. Da spawnen die meisten Zombies. Dort gehen die Runden richtig, richtig schnell vorbei. Wenn dein Mängler langsam leer wird und die Runde noch nicht zu Ende ist, dann beweg dich Richtung Ausgang vom Gebäude, damit du direkt wieder eine Hero-Spritze kaufen kannst. Dafür rennen wir folgende Route. Als Field Upgrade oder halb Ulti verwende ich die Mine und die nutze ich gerne, wenn ich vor dem Aufzug Munition holen will. Bis Runde 70 dürfte es sehr chillig laufen. Natürlich musst du es mal reinkriegen, aber dann dürft's wirklich gut gehen. Ab 70 kommen aber die superschnellen Sprinter. Dort wäre sogar Usain Bolt stolz, Mann. Fuck. Dort ist es zumindest mir mit meinem Bild nahezu jede Runde passiert, dass die Wichser mich überrannten und ich den Mängler spritzen musste. Vielleicht mit einem anderen Perk-Upgrade wäre das vermeidbar. Aber so geht's auch erstmal bis mindestens Runde 110, mindestens. Wenn dir mal die Muni ausgeht und du in der Falle sitzt, nimm die Spritze. Wenn sie dich überrennen, Spritze. Wenn der Human Sandy Beat kommt, Spritze. Also nie vergessen, nimm die Spritze. Das ist der Key. Du bekommst von jedem Mängler ein bisschen Munition gedroppt. Deshalb wirst du wenig Struggle damit haben, deine Waffe am Rundenanfang voll zu haben. Doch falls du mal Probleme hast, kauf dir Munition, denn du wirst ein rich Motherfucker sein, da es selten passiert, dass du welche brauchst. Und wenn dir die Munition ausgeht,
riskiere nicht zu viel, geh nicht zu weit vom Aufzug raus, sondern lieber die Spritze nehmen, okay? Ich empfehle dir, nicht direkt an das hintere Ende des Aufzugs zu gehen, sondern immer sehr nah an den Zombies zu sein, sodass immer ein bisschen Space nach hinten ist, damit, wenn's mal enger wird, hinter dir auch noch Platz ist. Als kleine Knautschzone gut gesagt. Ich persönlich schaue auch immer, dass ich einen dieser legendären Schlüssel, die droppen, im Inventar habe, denn damit kommst du ja in diesen Safe-Raum. Und in dem kann es schon mal passieren, dass du eine Gratis-Spritze bekommst, aber was auch geil ist, du hast mal Ruhe, chillig deine Panzerplatten zu verwenden, denn dort drin kann dir nichts passieren. Wenn trotz dieses übertrieben super duper krassen Guides mal wirklich der unmögliche Fall eintritt und du down gehen solltest, was mir natürlich noch nie passiert ist, dann beweg dich so schnell wie möglich zum Meer. Geh zum Schiffwrack. Dort kaufst du alle Perks, die dir fehlen, beim Wonderfish-Automaten und für diese Fälle habe ich immer eine Monkey Bomb im Gepäck. Die verwende ich nur am Schiffwrack zum Kaufen der Perks. Wenn du die Perks gekauft hast, kannst du auch ohne viel Probleme ins Wasser springen, denn die Spawnrate auf dem Boot ist krass. Dort willst du wirklich nicht zu lange drauf sein. Normalerweise sieht eben jede Runde ab 70 so aus, dass du langsam aber sicher eine Spritze benötigst. Und mit dieser geht es sich aber meistens aus, die Runde auch zu beenden. Und wie gesagt, nur Nahkampf machen als Mängler, sehr wichtig. Ich habe die Strat ohne Kaugummis gespielt, denke aber, einer der besten könnte maybe Idle Eyes, also starre Augen sein, denn damit wirst du unsichtbar und falls du mal verkackst, use du ihn einfach und bist safe. Ansonsten verwend einfach, was dir logisch vorkommt. Maybe Max Ammos, Insta-Kills und so weiter. Ich bin nicht so der Kaugummi-Guy, zumindest momentan noch nicht. Ich bin immer noch dabei, die Grenzen dieser Strat zu testen. Es könnte nämlich sein, dass dir irgendwann die Schrottteile ausgehen, um deinen Hero-Bedarf zu decken. Dazu kann ich dir leider noch kaum Infos geben. Mein Plan wäre, einen Insel-Entzugsurlaub zu machen mit nur einer Notfallspritze, falls du dort Probleme hast. Und dort sammelst du Schrott ohne Ende. Und wenn du genug hast, kommst du gesund back und gehst wieder rein in den Grind mit deinem Cash. Denn mir kommt vor, sobald du genug Cash hast, nutzt die Strat, sie ist krass, meiner Meinung nach. Ich hoffe, dieser recht kurze und sehr, sehr dumme Guide kann dir trotzdem helfen und hilf auch du anderen, diese High Rounds zu knacken. Denn wie UFO 0815 sagt, Round.